Hallo! Nach mehreren Monaten der Pause starte ich eine neue Serie des Designworks Video Podcast. Mein Name ist Markus Wäger. Betrachten wir uns zunächst mal den Arbeitsbereich von InDesign. Das, was ihr hier seht, ist der Grundlagenarbeitsbereich, so wie InDesign standardmäßig aussieht, wenn man es das erste Mal öffnet mit der Werkzeugpalette hier und den ganzen Werkzeugen. Dann gibt es hier eine ganz wesentliche Palette, die Palette Steuerung. Zu finden sind die ganzen Paletten im Menü Fenster, unter anderem eben auch diese Palette hier. Steuerung. Wenn ich das mal auswähle, dann verschwindet die Steuerung. Ist sie ausgeblendet, dann kann ich sie hier wieder einblenden. Nach Standard sehe ich am Mac jeweils immer im Hintergrund den Desktop, den Schreibtisch. Seit CS4 jedoch kann ich InDesign oder kann ich das Programm InDesign wie in einem Fenster ablaufen lassen. Im Grunde genommen so, wie man das unter Windows gewohnt ist. Dazu gehe ich ins Menüfenster und wähle hier diese Funktion Anwendungsrahmen. Sobald ich das ausgewählt habe und aktiviert habe, befinden sich die ganzen Paletten quasi in einem Fenster drin, angedockt. Wenn ich das Fenster bewege, dann bewegen sich die ganzen Paletten mit. Die meisten Paletten werden normalerweise hier auf der Seite angedockt. Das sind zum Beispiel diese Paletten oder die Paletten, die zum Arbeitsbereich Grundlagen gehören. Dazu gehört unter anderem die Palette Seiten, die Palette Ebenen und die Palette Verknüpfungen, die hier zu einer Gruppe zusammengefasst sind. Klicke ich auf Seiten, öffnet sich die Palette Seiten. Klicke ich auf Ebenen, dann Ebenen und auf Verknüpfungen, die Palette Verknüpfungen. Oder ich kann auch hier oben umschalten. Klicke ich auf eine Schaltfläche, die zu einer anderen Palettengruppe gehört, ja, Kontur zum Beispiel, dann öffnet oder schließt sich die vorangegangene und es öffnet sich die Palette Kontur in diesem Fall. Das heißt, es kann immer nur eine Palettengruppe oder eine Palette offen sein. Klicke ich in den leeren Bereich, bleibt nach Standard die Palette offen. Dieses Verhalten kann ich allerdings auch umstellen, indem ich hier mit rechter Maustaste klicke und einstelle auf Bedienfelder automatisch auf Symbole minimieren. Wenn ich diese Option aktiviere und ich klicke dann irgendwo in den leeren Bereich oder irgendwo ins Dokument, dann wird automatisch die Palette geschlossen. Mit einem Rechtsklick kann ich die Option wieder deaktivieren und wenn ich jetzt klicke, dann bleibt die Palette geöffnet. Paletten lassen sich auf solche Schaltflächen, wie wir sie jetzt gesehen haben, minimiert darstellen. Ich kann die Paletten aber auch offen darstellen. Dazu klicke ich hier drauf und die ganzen Paletten, die vorher als Schaltflächen vorhanden waren, sind jetzt in offenem Zustand sichtbar. Wieder mit einem Klick hier kann ich das Ganze minimieren, also hier die Schaltflächen, die Darstellung der Paletten über Schaltflächen und hier die offene Darstellung derselben Paletten, derselben Palettengruppen. Nun möchte ich mir einen eigenen Arbeitsbereich einrichten. Dazu ziehe ich zunächst mal diese Palettengruppe hier vom Rand weg, damit ich mir die Paletten am Rand so andocken kann, wie es meiner Arbeitsweise am besten entgegenkommt. Dazu ziehe ich zunächst mal die Palette Seiten hier aus dieser Palettengruppe heraus an den Rand. Wichtig dabei ist diese blaue Linie, die dann erscheint. Wenn ich jetzt die Maustaste, während diese blaue Linie dargestellt wird, loslasse, dann ist die Palette hier am Rand angedockt. Als zweite Palette möchte ich auch die Palette Ebenen am Rand andocken oder in dieser Palettengruppe andocken. Dazu ziehe ich sie aus der vorangegangenen oder aus dieser Ebenengruppe raus, ziehe sie auf die Palette Seiten und sobald hier dieser blaue Rand erscheint, kann ich hier dann die Palette loslassen und die beiden Paletten sind jetzt hier miteinander zu einer Palettengruppe zusammengefasst. Die Palette Verknüpfung möchte ich im Moment noch nicht verwenden, sondern ich mache weiter als nächstes mit der Palette Farbe. Die möchte ich hier unten andocken. Ich ziehe also die Palette an den unteren Rand dieser ersten Palettengruppe hin. Und wenn ich diese blaue Linie hier sehe, dann kann ich loslassen. Auch hier ist wieder ausschlaggebend die Position des Mauszeigers. Lass also hier dann diese Palette los und jetzt sind diese beiden schon miteinander gruppiert. Die Palette Farbfelder möchte ich dann anschließen, hier unten als dritte Palettengruppe anschließen. Die nächste Palette, die ich jetzt hier unten noch anbringe, ist die Palette Kontur. Manche Paletten haben hier
also ein doppeltes Dreieck. Und wenn ich hier raufklicke, dann kann ich die Palette etwas minimieren. Oder wenn ich nochmal klicke, kann ich das Ganze sogar ganz minimieren. Und wenn ich wieder klicke, geht die Palette wieder auf. Diese Palette will ich jetzt also dann anschließend ganz unten hier andocken, allerdings im kleineren Zustand. Nun möchte ich hier auch noch die Palette Verlauf zur Palette Kontur hinzufügen. Die Palette Verlauf ist im Moment noch nicht geöffnet, deshalb muss ich sie übers Menüfenster aufrufen. Und ich kann sie hier unten mit der Palette Kontur zusammenfassen. Allerdings hätte ich gern lieber die Palette Verlauf vorne, deshalb nehme ich die Registerkarte der Palette Kontur und ziehe die etwas nach hinten, damit der Verlauf im Vordergrund steht. Die nächste Palette, die ich hier hinzufügen möchte, ist nun die Palette Mini Bridge. Um die Mini Bridge zu öffnen, gehe ich ins Menüfenster und wähle hier eben Mini Bridge aus. Es öffnet sich diese Palette hier. Im Moment brauche ich die Mini Bridge noch nicht. Ich möchte sie lediglich hier am Rand andocken und zwar als neue Palettengruppe, als neue Spalte von Palettengruppen. Allerdings braucht das so jetzt ziemlich viel Platz. Drum möchte ich das Ganze verkleinern. Verkleinern kann ich es, indem ich wieder hier auf dieses Symbol klicke. Dann wird das Ganze hier auf Symbol verkleinert. Allerdings ist es mir immer noch etwas zu groß, braucht mir immer noch etwas zu viel Platz und deshalb positioniere ich den Mauszeiger hier auf der linken Seite, bis ich diesen Doppelpfeil erhalte, um dann dieses Symbol weiter zu verkleinern, dass ich wirklich nur mehr das Symbol sehe. Nun möchte ich noch weitere Paletten hier zusätzlich andocken und zwar zwei Paletten aus der Gruppe Objekt und Layout. Das wäre zum einen mal die Palette Ausrichten und zum anderen Pathfinder. Da werden hier ohnehin dann beide Paletten gleich gemeinsam aufgerufen und so kann ich auch gleich beide Paletten hier an der grauen Kopfleiste nehmen und hier reinfügen als neue Palettengruppe. Nun fehlen mir nur noch zwei Paletten, die ich hier dabei haben möchte. Das ist zum einen mal die Palette Konturenführung und zum anderen die Palette Verknüpfungen. Zunächst mal wähle ich hier die Konturenführung, docke diese hier unten an und anschließend die Verknüpfung, die ohnehin schon offen ist, die kommt dann hierher. Diese Paletten kann ich hier wieder schließen. So, nun wäre mein Arbeitsbereich so eingerichtet, wie er meiner Arbeitsweise am besten entgegenkommt. Und diesen Arbeitsbereich möchte ich nun speichern. Dazu klicke ich hier auf Grundlagen und wähle Neuer Arbeitsbereich. Ich habe den Arbeitsbereich bereits erstellt gehabt, einen Arbeitsbereich mit dem Titel Designworks. Ich werde also einfach nur diesen Arbeitsbereich überschreiben, wähle hier Designworks aus und bestätige es anschließend dann mit OK. Möchte diesen Arbeitsbereich überschreiben, das passt soweit ganz gut. Nun kann ich hier meinen eigenen Arbeitsbereich, den ich abgespeichert habe, über diesen Dialog aufrufen, kann wechseln zwischen anderen Arbeitsbereichen und komme jederzeit auf meinen Arbeitsbereich wieder zurück. Auch wenn ich Paletten mal irgendwo anders verwendet habe oder vielleicht auch die ganze Palettengruppe hier geschlossen habe, was ich jetzt mache, kann ich jederzeit ganz schnell über dieses Menü zurückgehen zum abgespeicherten Arbeitsbereich und zwar indem ich hier den Namen meines Arbeitsbereichs und zurücksetzen, in diesem Fall Designworks zurücksetzen, auswähle. Sobald ich das hier ausgewählt habe, setzt InDesign das zurück und ich habe die Paletten wieder genau dort, wo ich das gespeichert habe, wie es meiner Arbeitsweise am besten entgegenkommt.